Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz des VfL vor dem 16. Spieltag. Ich begrüße unseren Trainer Uwe Wolf und die Vertreter der Presse. Ja, wir spielen am Samstag 14 Uhr in Koblenz und dazu die Einschätzung unseres Trainers und dann die Fragen der Presse. Ja, hallo zusammen. Ja, wir haben ja nicht lange jetzt Zeit gehabt, über unsere letzte Niederlage gegen SSV Ulm nachzudenken, sondern wir haben schon gleich wieder das nächste Spiel vor der Brust. Das ist auch gut so, gerade wenn man negative Erlebnisse hat, dass man die gleich wieder in positive ummünzen kann. Wir wissen, wir treffen auf eine sehr eklige Mannschaft, ja, mit Rot-Weiß Koblenz, eine sehr robuste Mannschaft, ja, gerade in ihrem Heimstadion, im Oberwertstadion da in Koblenz, ja, haben sie von ihren 16 Punkte haben sie 11 geholt. Ja, auffällig auch die letzten 4 Spiele ungeschlagen. Ja, 2 Heimsiege, 2-mal auswärts gepunktet. Ja, von daher werden die sicherlich mit dem nötigen Selbstvertrauen auch auftreten. Auch für Koblenz ist das sicherlich ein wichtiges Spiel, weil von der Tabellenkonstellation wir auf Platz 10 mit 18 Punkten, Koblenz auf Platz 14 mit 16 Punkten. Da sieht man schon, was der Brisanz die Begegnung hat, allein von der Tabellenkonstellation. Ja, mit dem Sieg, was wir auch vorhaben, können wir uns etwas von unten absetzen, ja, weil unsere Tabelle ist sehr eng, das muss man immer im Blick haben. Aber unser Ziel ist eben, aus den nächsten beiden Spielen ja, wieder eine ausgeglichene Statistik zu bekommen. Und dementsprechend wollen wir auch da wieder in Koblenz auftreten, um erfolgreich zu sein. Ja, personell kommt von den Gesperrten natürlich Steffen Kienle zurück, Ali Oderbass kommt zurück. Ja, von daher haben wir da schon mal wieder 2, ja, die sich sicherlich in der Startelf finden werden. Und von daher haben wir da schon mal wieder ein Stück weit eine erfahrene Mannschaft auf dem Platz. Weil man darf ja nicht vergessen, im letzten Heimspiel gegen SSV Ulm hatte man eine Mannschaft auf dem Platz mit einem Altersdurchschnitt von 23 Jahren. Habe ja gesagt, mit 4 Spielern, die ihr erstes Jahr im Seniorenbereich machen und eben mit Marc Müller erst das zweite Jahr. Und von daher war das schon ordentlich, aber wir sind natürlich froh, um so erfahrene Stütze jetzt gerade bei dem wichtigen Auswärtsspiel zurückzubekommen wie Steffen Kienle und Ali Oderbass. Wie viele der 4 Jungen sind denn jetzt wieder dabei? Können Sie das schon sagen oder wollen Sie das sagen? Ja, dabei sind sicherlich alle. Ja. Und wie die Startelf ausschaut, das werden wir mal schauen, in was für ein System das wir spielen. Ich habe ja gesagt, als ich hier angetreten bin, ja, dass ich eine Mannschaft haben möchte, die sehr variabel in ihrem System spielen kann, die viele Systeme spielen kann. Und das hat die Mannschaft diese Saison jetzt auch schon gezeigt. Wir haben sehr variabel gespielt im System, ob das mit Dreierkette, mit Viererkette und auch wie wir davor gespielt haben. Zuletzt in Offenbach in einem 4-4-2 mit Raute und jetzt auch gegen Ulm haben wir dann die letzten Minuten nochmal umgestellt auf 3-4-1-2. Also die Mannschaft ist in der Lage, verschiedene Systeme zu spielen und es gibt auch natürlich das Personal hin. Jetzt haben Sie von 2 Spielern gesprochen, die zurückkehren. Wie sieht es bei den anderen aus, die jetzt noch fehlen? Ja, die anderen werden sicherlich noch nicht zurückkommen. Ja, da wird es noch etwas dauern und ja, wir müssen eben auch wieder dementsprechend ja, auf der Torwartposition Tim Paderok ersetzen und müssen dann die Stanese ersetzen. Und von daher ja, müssen eben wieder die anderen da in die Bresche springen, die jetzt zurückkommen. Und deswegen bin ich da auch als Trainer sehr froh. Geht man innerhalb der Mannschaft in diesem Corona-Thema um? Gab es Bedenken, dass sich vielleicht weitere angesteckt haben, dass das mehr noch folgt oder spricht man darüber? Ja, man spricht nicht groß darüber. Natürlich gehen wir unsere Hygienevorschriften dementsprechend gewissenhaft nach. Ja, wir testen jeden Tag und wir halten uns in der Kabine mit Masken auf und nehmen halt alle Sicherheitsvorkehrungen, ja, Hygienevorschriften an, ja, dass sich kein weiterer dementsprechend infizieren kann. Ja, aber wie gesagt, man ist von nichts befreit, ist dementsprechend, ja,
sind wir froh, ja, dass es hoffentlich auch so bleibt, ja, weil das Thema ist ein sehr heikles Thema und ja, nicht, dass es uns so ergeht wie letzte Saison im FSV Frankfurt, ja, dass man dann durch so eine Corona-Pandemie, weil es eben dann mehrere Spieler betroffen hat, ja, aus der Bahn geworfen wird, indem dass der Spielbetrieb für einige Wochen ruhen muss und mehr dann dementsprechend auch dann wieder mehr englischen Wochen hat und da eben dann vielleicht immer so in den Rhythmus reinkommt, wo man eben dann auch drin war. Jetzt haben Sie gesagt, die Koblenz haben eine breite Brust. Wie ist es bei Ihrer Mannschaft? Auf der einen Seite haben Sie die Niederlage, auf der anderen Seite war auch der Auftritt gegen Ulm sehr stark. Kann man trotz der 1:2 Niederlage doch mit dem Selbstvertrauen dahin fahren? Ja, das ist unsere Art, auch nach vorne Fußball zu spielen, uns vor niemandem zu verstecken. Ja. Aber jetzt ist es auch so, die Mannschaft muss von der Einstellung her das auch so abrufen. Ja. Nicht, dass wir denken, wir fahren da nach Koblenz und können die mal spielerisch da in die Knie zwingen. Nee, wir müssen wieder die Grundtugenden an den Tag legen. Ja, wir müssen erstmal, das ist zwar immer so eine Floskel, die Zweikämpfe annehmen, aber wie gesagt, ja, da ist auch die Keimzelle des Fußballs im 1 gegen 1 und da muss jeder dementsprechend stabil sein und 100% abrufen, bevor wir dann unsere spielerische Klasse ins Spiel bringen wollen. Wie geht es Ihnen mit dem Thema Schiedsrichter? Und zwar dieser Elfmeter in Offenbach mit Verlaub, der wahrscheinlich wirklich keiner war. Er war eher extrem strittig jetzt wieder. Also sie sowas im Nachgang weiternehmen, spricht man da mit irgendjemand drüber, kann man irgendwas tun? Ja, ich habe nach dem Spiel jetzt hier gegen SSV Ulm beim Essen im VIP-Raum auch noch mit dem Schiedsrichter gespannt zusammengesessen und habe dann ganz mal ohne Emotionen die Schiedsrichter angesprochen auf solche Situationen, dass es doch sehr unglücklich war, jetzt gerade die letzten beiden Spiele, wie Sie es auch angesprochen haben. In Offenbach hat der Schiedsrichter weiterspielen lassen und dann hat der Schiedsrichter dementsprechend von außen das Signal gegeben, es wäre Elfmeter. Und hier bei dem Spiel, von meiner Sicht aus, hätte ich eben erwartet, dass dann der Linienrichter vielleicht ein Zeichen im Schiedsrichter gibt, dass es vielleicht doch kein Elfmeter war, wenn er die bessere Sicht hatte. Und ich habe mir es jetzt noch ein paar Mal in der Nachbetrachtung angeschaut. Also ja, es ist, sage ich mal, gerade für eine Heimmannschaft in so einem Derby ist es sehr bitter, wenn du nach wenigen Minuten so einen Elfmeter gegen dich gepfiffen bekommst. Schade war, dass wir die Ecke gewusst haben, ja, wo Reichert hinschießen wird, aber leider war er doch so scharf und platziert geschossen, dass Matze, auch wenn er die Ecke hatte, da nicht mehr hinkam. Robust, eklig, so haben Sie die Koblenzer beschrieben. Können Sie ein bisschen mehr erzählen, was die auf dem Platz auszeichnet? Ja gut, Sie haben jetzt in den letzten Spielen auch mit Dreierkette gespielt, ja, haben so gegen den Ball in einem 5-2-3 gespielt. Mit dem Ball mit so einem 3-4-2-1 und da haben sie jetzt auch sehr erfolgreich gespielt. Auffällig war, dass ihr bester Spieler Foulet ja, in der Zentrale, in der Dreierkette spielt, den ich ja zuvor immer im Mittelfeld, im offensiven Mittelfeld gesehen habe. Aber er macht es da sehr gut, auch mit seiner fußballerischen Klasse. Und wo Koblenz natürlich auch sehr gefährlich ist, ist immer bei Offensivstandards, weil sie dementsprechend gute Schützen hat. Aber auch die Abnehmer per Kopfball haben eine Durchschnittslänge in ihrer Mannschaft von 1,83. Die müssen wir auch dementsprechend dann erstmal verteidigen. Vielleicht noch ein Wort zu Matthias Leiter. Da kam ja letztlich die ganze Geschichte wieder in den Genuss der Startelf. Hat es eigentlich auch gut gemacht über weite Strecken. Hatte dann gleich das Pech mit diesem Elfmeter, wo er im Prinzip ja die Ecke hat und eigentlich nur das Pech, dass er so gut schießt. Wie sehen Sie ihn? Ja, Matze hat es ordentlich gemacht, ja, auch Team Paderborn hat sich da gemeldet und hat da im Matze ein großes Lob ausgesprochen für dieses tolle Spiel. Ja, eine Aktion, wo er gewackelt hat, einmal, das war bei der Ecke, ja, wo es hätte das 3-1 für Ulm fallen können, ja, den Leon Volz von der Linie klärt. Aber deswegen hatten auch seine Abwehrspieler bei der Ecke, dass die, wenn eben was passiert beim Torhüter, den Ball nochmal irgendwie von der Linie kratzen können. Aber Matze hat ein tolles Spiel gemacht. Ja, es war sicherlich für ihn auch nicht einfach, ja, weil man hat ja gewusst, wir haben ihn rausgenommen, weil er das eben in der ersten Spiele nicht so
rüberbringen konnte, wie wir das uns erwünscht hatten im Wettkampf, aber er hat seit dem Zeitpunkt, dass Tim Padde bei uns ist, er hat er wieder befreiter gewirkt, auch im Training, so war auch immer die Rückmeldung von Tobi Linse. Und Matze bringt immer im Training seine Leistung und es war schon gut am letzten Dienstag, als man in der frühen Abschlusstraining hier bei Standards defensiv, hat er sensationell auch gehalten. Ich denke da gerade an den seitlichen Freistoß, den Steffen Kiel im Team B da aufs Tor köpft, den er schon sensationell hält. Und das hat er dann abends auch fortgesetzt. Ja. Und wie gesagt, er weiß selbst, dass er jetzt gebraucht wird. Ja. Und es wäre schön, wenn wir mit ihm auch jetzt wieder in die Erfolgsspur zurückkommen und dreifach punkten. Jetzt haben Sie die ganzen Spitzenmannschaften zuletzt. Jetzt kommt wieder eine Mannschaft, wo Sie selbst sagen, auf Augenhöhe. Macht es gefährlich oder sind Sie froh darüber, dass wir wieder... Ja, ich habe ja vorhin darauf hingewiesen, dass das ein Stück weit auch gefährlicher macht. Ja, weil jeder geht jetzt davon aus, ja, VfR Aalen hat sich da, sag ich mal, gut aus der Affäre gezogen, was die Auftritte angeht. Klar, von den Ergebnissen hätte man uns 3 Punkte mehr gewünscht. Aber die Art und Weise, wie wir die vergangenen 4 Spiele aufgetreten sind, die waren schon ordentlich. Und jetzt denkt vielleicht jeder so drüber nach, es wird ein Selbstläufer, aber ja, das zeigen die Ergebnisse bei uns in der Regionalliga Südwest. Ja. Kein Gegner ist irgendwie eine Laufkundschaft, dass man da mal schnell vorbeifährt und gewinnt und wieder nach Hause fährt, sondern da steckt immer harte Arbeit hinten dran. Ja, das zeigen auch immer wieder andere Ergebnisse. Ja. So spielt zum Beispiel Gießen unentschieden gegen Elversberg, ja, und wie gesagt, Balingen TSG gewinnt in Ulm, ja, Schott Mainz gewinnt in Offenbach, also da ist immer alles offen. Und ich sage ja, letztes Heimspiel gewinnt eben Rot-Weiß Koblenz gegen den Balinger SC 1:0. Wir haben zu Hause gegen Balinger SC verloren, aber wie so schön heißt, ja, Fußball ist keine Mathematik und deswegen sind wir froh drum, dass es bei 0-0 losgeht und wir eben da um die 3 Punkte fighten können. Ja, und keine Fragen mehr sind. Vielen Dank an alle Teilnehmer und am Samstag viel Erfolg. Dankeschön.